Hallo, es ist 6 Uhr morgens. Unser Wecker ging um 5.40 Uhr. Und wir laufen jetzt zum Bahnhof mit unserem Frühstück in der Hand. Und nehmen den Zug um 6.40 Uhr. Nach? Soll ich schon warten? Nee, wir warten. Das hat sowieso keiner verstanden. Ja. Wir sind jetzt hier, oh surprise, wieder in Göteborg. Und wir haben uns beim gleichen Laden wie das letzte Mal ein bisschen Essen gekauft, Mittagessen. Und nehmen jetzt gleich unseren Zug nach Oslo. Oh, shit, ja. Nach Oslo. Und. Ja, und Stockholm hat uns gut gefallen. Ja, ist echt cool. Ist eine schöne Stadt zum Leben, wenn man Geld hat. Aber es ist wirklich schön, es ist so ein guter Ausgleich aus touristisch und belebt. Ja. Und auch als es geregnet hat, waren immer noch echt Leute so unterwegs und es war sehr angenehm. Und ja, es ist zwar groß, aber man findet sich gut zurecht. Ja. Und echt schöne Häuser. Es gibt echt viel zu machen, halt so Museen und so Zeug. Das ist ja erstmal Hostel auf dem Finnisch. Was? Du meinst, das ist Stockholm so langweilig? Ja, ja, die so, eine so, aus. Schnell möglich nach Hause. Ja. Meinte sie? Ja, sie meinte, sie geht so schnell wie möglich schlafen, so schnell wie möglich aufwachen und so schnell wie möglich fahren kann. Ja, wir hatten so drei Leute im also in unserem Zimmer dann. Wir hatten noch nicht Deutsche davor im Zimmer. Ja, und die anscheinend hat sie nicht gefallen, aber die war auch nicht im Fotografiska. Ja. Ja, selber schuld. Gleich weiter. Ja. Und ja, wir freuen uns jetzt auf Oslo. Ja, und danach haben wir nur noch einen Stopp. Wir haben uns jetzt hier so eine Kitchenbox ausgeliehen für also mit Deposit und kochen uns Nudeln mit Soße. Ja, yeah. Hier in diesem schönen das Küchenraum. Ist echt riesig. Also wir haben jetzt gekocht. Oh, das sieht so schlimm aus. Haben uns was gekocht, wie man vorher wahrscheinlich sehen kann. Und jetzt sitzen wir in der Common Area und spielen Spiel und haben uns auch Snack geholt. Wow. Und duschen wir wahrscheinlich nachher noch und dann. Ja, machen wir jetzt fertig. Fürs Bett. Nicht so gutes Wetter. Ja. Yeah. Willst du noch was sagen? Ja, unser Hostel ist sehr groß. Das ist wirklich riesig. Wir haben ein Zimmer mit 30 Leuten. Frauen. Frauen, 30 Frauen. Und das ganze Gebäude ist ultra groß. Und das ist irgendwie ganz lustig. Ist wie so ein billiges Hotel. Ja. Aber so ein Riesen. Ja. Cool. Okay.